Und ich grüße euch zu einem neuen Part Yu-Gi-Oh! Es gibt ein kleines Problemchen, und zwar habe ich leider meinen Save-State versehentlich gelöscht, sodass ich jetzt alles bis hierhin nochmal nachspielen musste. Storytechnisch ist es kein Problem, allerdings haben wir jetzt ein Problem, was den Karten angeht, und zwar haben wir jetzt völlig andere Karten, als wir normalerweise hatten. Ja, ich zeige es euch am besten einfach mal. Und zwar haben wir jetzt nicht mehr das Invincible Fortis Deck, sondern ich muss, ja leider war ein anderes Deck dann zu kaufen in dem Kartenshop. Ja, und das war das Zombie Deck, Zombie Madness. Das spielt allerdings kein Problem hier jetzt eigentlich, weil ich bin auch gut mit diesem Zombie Deck. Das Problem ist halt, dass es jetzt... Ja, dass wir andere Karten haben und eine andere Spielweise haben. Ja, so sieht das Deck aus. Ja, ich gehe es am besten kurz durch. Wie gesagt, ihr könnt ja noch pausieren, falls ihr euch eine Karte anschauen wollt. Ups, das... Nein. Ja, ja, ups, Moment, das habe ich hier alles umgestellt. Okay, jetzt nochmal. So... Irgendwie drücke ich die, irgendwie aktiviert sich die Taste zweimal, wenn ich irgendwas auf Y drücken möchte. Na, Mensch, das nervt, aber ich muss da ständig hier. Also ich gehe es ganz schnell durch, ohne jetzt die Kartennamen vorzulesen, weil das würde sonst zu lange dauern. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für das. Leider muss ich jetzt das auch bei den anderen Karten machen. Also falls ihr es überspringen wollt, rechts ist jetzt hier ein kleiner, ja, Link, bis es dann weitergeht. Ja, das war das Deck. Jetzt gehe ich mal schnell die Karten durch, die ich neu kaufen musste. Es sind bestimmt auch ein paar Karten dabei, die wir schon mal gekauft haben. So, es sind 200 insgesamt. Und nein, ich will nur die neuen Karten sehen. Verdammt, die neuen Karten werden nicht angezeigt. Oh nein, das habe ich alles hier durcheinander gebracht. Okay, dann lassen wir es einfach mal. Oder soll ich es nochmal durchgehen? Ach komm, das sind eh die normalen Monster, die sind eigentlich nicht so wichtig. Ach komm, ich gehe es nochmal durch. Ja, es sind nur 200 Karten in Anführungsstrichen. Ne, und wie gesagt, wenn ihr euch eine Karte anschauen wollt, dann drückt einfach die Pause-Taste oder auch die Leertaste. Damit kann man das wieder auch passieren. So, ja. Letzte Woche gab es übrigens kein Yu-Gi-Oh! Part aus dem Grund, weil ich dem das Ganze nochmal nachspielen musste. Und ja klar, es ist nicht so viel, allerdings spielt natürlich auch die Motivation hier eine große Rolle. Und wer möchte denn bitteschön etwas, ja, etwas nochmal spielen, was er schon mal gemacht hat, ne? Ja, die hatten wir schon. So, das ist ein Toon-Monster. Ich hoffe, ich gehe nicht zu schnell durch. Wenn doch, dann müsst ihr einfach schnell die Leertaste drücken. Ups. Hey, wir haben die, die ist gut. Oh, die ist gut, sehr gut. Okay, ich kann mir auch gleichzeitig einen Eindruck machen an den Karten, die wir jetzt haben. Und dann kann ich mir schon vielleicht überlegen, welche Karte ich ins Deck nehmen möchte. Hey, die ist auch gut. Ja, Vampir Lord, die ist in dem Structure Deck drin. Tigersache, tanzende Fee, Suichin, Zeremonieglocke, Zwillingsschwert, Glimmerer, dann ein paar Synchromonster, endgültiges Schicksal, interessant. Dann, ja. Was kann ich denn jetzt so quatschen? Ich meine, wir haben jetzt schon mindestens 100 Karten angeschaut. Wir sind ja schon zur Hälfte durch. Wie man rechts sehen kann, wenn man auf die
Leiste, da schaut's. Ui, Rageki, uiuiui. Ui. Ich glaube, die hätte jeder gerne in seinem Deck, aber leider ist sie verboten und hat nicht jeder. Oh. Megawandel ist auch ziemlich nützlich. Kraft der Magie haben wir. Auch eine gute Karte. Schnappstahl, eine verbotene, weil man sich damit ein Monster leichtens vom Gegner holen kann. Angenommen, der Gegner spielt ein starkes Monster. Da kann man es einfach mit Schnappstahl kontrollieren und ihn einfach ja, ausschalten, genauso wie Überläufer. Deswegen sind die zwei Karten verboten. Toftik hier verstehe ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es etwas mit Exodia zu tun hat, da man sich leicht Exodia auf die Hand holen kann, wenn man die im Deck hat. Aber Spiegelkraft dreimal erlauben. Also ja, Spiegelkraft ist jetzt seit der Juli-Liste. Ist Spielkraft jetzt erlaubt, dreimal im Deck zu haben? OP? Ja. ich finde, Spielkraft sollte limitiert sein, aber dass man die jetzt dreimal im Deck haben darf, ist schon super hart. Ich meine, da muss man sich jetzt doppelt oder dreifach ärgern, wenn der Gegner die benutzt und man ja so viele Monster auf dem Feld hat, die möglicherweise eine hohe Angriffskraft aufbieten. Gut, das waren alle Karten. Hat ja auch nicht so lange gedauert. Und wir können Toftik nicht im Deck haben, weil die verboten ist. Genauso wie Schnappstahl und... Verdammt. Nice! Ah! Okay, A-Taste. Und hier Schnappstahl. Okay. Oh, gut, jetzt müssen wir die drei Karten irgendwie durch andere Karten ersetzen. Komm, die kann ich auch raus tun. Die hat nur einen hohen Angriff, mehr auch nicht. Okay, also die kennen wir ja aus dem Invincible Fortis Deck. Zombie Decks spielen auf Rückkehr vom Friedhof. Das heißt, sollte nach Effekten suchen, die Monster vom Friedhof zurückholen. Na, wo ist es denn? Wo ist es denn? Karte zurück, Kanzelstörung. Ich glaube, Karte zurück ist es, oder? Karten aus dem Friedhof zurück. Perfekt. So, dann... Nee, wir haben kein Kriegermonster, wir haben alles nur Zombie-Monster. Daher ist die Karte nicht so sinnvoll. Die können wir reintun. Die ist semi... Nee, die ist nicht semi, die ist limitiert. Pinguinritter, die nicht... Wenn diese Karte aus deiner Hand auf den Friedhof gelegt wird, füge diese Karte in deinem Deck hinzu und mische dein Deck. Interessant. Erhöhe die Angriffspunkte. Ah, wir haben doch noch so eine Falle, glaube ich, die wir aus dem Friedhof aktivieren können, oder? Schauen wir mal nach Friedhof-Effekt. Ist bestimmt noch ein paar Friedhof gebunden, vielleicht ist es das. Kettenzerstörung. Dunkler Kern. Nein, das ist die nicht, das ist der falsche Effekt. Friedhof-Effekt. Nein. Vielleicht erhöhen. Ich hätte gerne den Fähigkeitserbe ins Deck reingetan, aber ich glaube, die haben wir gar nicht mehr. Die ist ja in diesem Deck, was wir in der Kellnerbewegung da haben. Und ja, das ist ja eigentlich nur alles eine große, also storytechnisch ist alles einfach eine große Erinnerungsvision oder was weiß ich. Ein kleiner Rückblick, sag ich mal. Und da haben wir die Karten ja noch gar nicht. Die kriegen wir ja alle erst von Sayer. Und zwei können wir noch reintun. Haben wir vielleicht Spielkraft gezogen? Ich gehe mal auf die verbotene Liste. Nein, so nicht. Okay, was gibt's denn hier für verbotene? Oder semi-limitierte, was auch immer. Die semi-limitiert, die können wir vielleicht reintun. Megawandler. Und, ah ja genau, wir haben ja noch die Zauberkarte. Na, wo ist die denn? Genau, Kraft der Magie, die hau ich auch noch rein. Dann tue ich noch eine Special-Karte ins Deck rein. Man kann Special-Karten ins Deck rein tun. Und die haben dann einen speziellen Beschwörungseffekt. Wenn man das hier anwählt, dann ist die Beschwörung noch umso epischer. Damit kann man also seine ultimative Karte markieren. Gut, dann speichere ich das Deck. Und dann nenne ich den Rezeptnamen. Ich nenne es
Wir nennen es nach einer sehr guten amerikanischen Fernsehserie, die etwas mit Zombies am Hut hat. W-A-L-K-I-N-G-D-E-A-D. Ich hoffe, es passt hin. Ja, passt hin. Sehr schön. The Walking Dead. Eine der besten Zombie-Serien, die es gibt. Sollte jeder mal gesehen haben, der ja, Zombie-Serien mag. Okay. Gut, im letzten Part haben wir ja Team Schwarz und Blau besiegt. Und jetzt erwartet uns ein neuer Gebietskampf. So, dann verlassen wir erst einmal das Clubhaus. Warum mache ich das eigentlich mit der Maus? Das ist ein bisschen nervig. Ach ja, ich habe übrigens nicht alle, alle DP-Dinge hier eingesammelt, wo ich es versucht habe neu zu, nachzuspielen. Und hier ist Jack. Alter, spielt in der Duellwelt keine Rolle. Es geht nur darum, wie gut du bist. Aber was auch geschieht, ich möchte niemals verlieren. Gegen niemand. Ja, wer will das schon, ne? Aber Niederlagen gehören dazu, wenn man ein guter Spieler werden möchte. Das ist in jedem Spiel so. Scheiße, wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß es nicht, wo müssen wir hin? Hallo? Wo seid ihr? Ich muss hier irgendwo was finden. Hallöchen? Kartenladen, genau. Die sind alle im Kartenladen und kaufen sich sicher neue Karten. Haha, ich hab euch. Verdammt. Hier ist niemand. Speichern. Wollen wir uns neue Karten kaufen? Vielleicht ein paar neue Zombie-Karten? Ja, DPs haben wir. Wollte ich sowieso tun im letzten Part. Oder vor der, wollte ich sowieso tun im letzten Spiel, sag ich mal. Ja, ich habe hab nur Dark Beginning-Karten noch gekauft. Okay, kaufen wir uns jetzt Dark Beginning-2-Karten. Und mein... Auf zu zicken, verdammt. Okay, wieder die Maus. So, okay, die geben wir alle unsere DPs hier aus. Und ich gehe die Karten wieder schnell durch. Schild und Schwert ist super. Die hätten ja die Karten, die Karte kennen wir ja aus dem Invincible Fortress Deck. Schicksalstafel. Geisternachricht N. Das ist so eine spezielle Art, wie man... Verwandlungskrug. Warum bist du jetzt verboten? Warum? Ich hasse die Yu-Gi-Oh! Verbotenmacher-Karten... Leute. Verdammt. Schicksalstafel A. Kreaturentausch. Kreaturentausch könnten wir eigentlich auch ins Zombie-Deck reintun. Damit könnten wir den Gegner Pyramidenschildkröte geben. Und dann könnten wir die Pyramidenschildkröte angreifen. Und dann würde sich der Effekt für uns aktivieren. Verdammt. Hier ist er. Folgt die Kreuzkreatur. Also falls ihr irgendwelche Vorschläge und Erinnerungen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde es mir anschauen und bewerten und euch dann eine entsprechende Antwort schreiben. Oder, oder wenn es sehr gut ist, dann, werde ich sie auch umsetzen. Und wenn nicht, dann werde ich euch eine Antwort schreiben, warum, es nicht so gut ist. Oder warum ich, gerade so kritisch damit, damit bin, die nicht ins Deck zu tun oder vielleicht auch, unschlüssig. Ja, ich schreib's euch dann einfach in die Kommentare oder ich tu's in den Display rein, ja. Ich bin ein bisschen verpeilt, gebe ich zu. Also gerade bin ich schon ein bisschen verpeilt hier. Weil ich habe lange keinen Yu-Gi-Oh! Part mehr aufgenommen. Ungefähr eine Woche. Okay, Moment, ich mache mal schnell mein Fenster zu. Es ist sehr nervig, wenn ich ständig das
Motorengeräusch von den Autos auf den Straßen höre. Das Motorengeräusch von den Autos auf der Straße, yeah! Okay, ich mache mal schnell Pause, bis gleich. Okay, das Motorengeräusch von den Autos auf der Straße ist vorbei. Gehen wir jetzt weiter. Und suchen die Leute. Oh Gott! Was geht hier ab? Okay. Hey Janka, wie geht's? Der Apostroph, der ist ein bisschen nahe an dem S gesetzt. Wie geht's? Du siehst etwas geschafft aus. Ist alles in Ordnung? Crow, etwas Schlimmes ist passiert. Itsuki wurde gekidnappt. Was? Von wem? Weiß ich nicht, aber sie haben ihn auf einem D-Runner mitgenommen. Ich frage mich, wo sie hinfahren. Was? Du hast die Runner gesehen? Die aussehen, die sich Itsuki. Verdammte japanische Namen, die keiner aussprechen kann. Itsuki geschnappt haben? Gut, nichts wie hinterher. Annie, du bleibst hier im Haus. Okay, bring nur Itsuki wieder zurück. Kann ich nicht einfach amerikanische Namen haben? Die kennt jeder. Janka, du fährst mit, weil du fährst mit deinem D-Runner vor. Beeil dich! Scheiße, Panik! Ah, oh, Adrenalin! Druck! Verdammt! Ich will auch. So, ich bleib bei dir. Ist mir alles zu sehr aufregend hier. Oder vielleicht auch nicht. Okay, ich muss wohl da weg. Oh, diese Musik, die macht einen völlig hysterisch. Okay, los geht's! Wir kommen, um dich zu retten, Itsuki. Los, Janka. Na gut, ich habe auch einen japanischen Namen, Janka. Verdammt! Ein Rennen, oh Gott. Bleib sofort stehen! Ich werde dich kriegen und schlagen und danach ausrauben und verprügeln und dann hetze ich ein paar Aslaks auf dich. Irgendwie komme ich mir so langsam vor. Ja, also wir müssen den jetzt da einholen und einfach überholen. Und dann ist es schon vorbei. Und das, bevor die Strecke vorbei ist. Verdammt nochmal, fast hätte ich es geschafft. Aber nein, da kommt auf einmal sowas aus dem Boden. Und tut meine Hoffnungen zerstören. Verdammt. Gegen diese Säule verliere ich jetzt bestimmt. Ist ja fast so wie bei GTA. Verfolge es so und so. Der Typ da hat 5 Sterne, den schnapp ich mir. Oh nein, da kommt eine Rampe. Ich habe ihn überholt. Ich habe ihn bei der Rampe überholt. Like a boss. Okay. Gedankenkontrolle müsste das sein. Geschwindigkeitszauber, Gedankenkontrolle, genau. Und 150 DPs. Ah, da ist Itsuki und die zwei Gangsters. Hey, ihr seid doch vom Team Drecksarbeit. Gebt uns Itsuki zurück. Wie haben die uns so eingeholt? Team Satisfaction, ich fordere euch heraus. Duell! Oh, ganz schön mutig. Aber der Gebietskampf hat noch nicht begonnen. Das ist ein illegaler Gebietskampf. Hey. Damit wäre ich an deiner Stelle vorsichtig. Unterschätze uns nicht. Kommt schon her. Oh, wenn ich jetzt verliere, muss ich alles normal machen, das ganze Rennen. Okay, deswegen mache ich hier einen Save State gleich am Anfang. Auf dem DS muss man, wenn man hier verliert, nochmal das ganze Rennen machen, was sehr nervig ist. Und das werde ich hier jetzt umgehen. Okay. Los, Duell! Los geht's. Team Drecksarbeit, ich mach dich fertig. Einfach so kidnappen. Hier. Yeah. Ohne meine Erlaubnis. Verdammt, wir haben ein scheiß Blatt. Okay, eine verdeckte und zwei verdeckte.
eine Verteidigungsstrategie am Anfang. Man erkennt auch hier, er hat ein Verteidigungsdeck und ein Lebenspunkte. Ich weiß nicht, was das Herz andeuten soll. Ich denke mal, das soll Lebenspunkte erhöhen oder sowas darstellen. Das ist Glücksspiel, das ist klar. Das ist Angriff, das ist, glaube ich, Hand und das ist Verteidigen. Alles klar, ein doppelter Kostor. Immerhin besser als nichts. Das Riesentronade ist nicht so sinnvoll jetzt gerade, oder vielleicht doch. Ich bin mir nicht so sicher. Ich spiele jetzt mal die Falle verdeckt und dann noch die hier und spiele doppelter Kostor. Ich weiß nicht, soll ich angreifen? Oh, komm, ich greife an. Ohne anzugreifen kommt man schwer zu seinem Ziel, außer man hat ein Burner-Deck. Oh Mann, jetzt kriegt er keinen Kampfschaden. Solange du ein oder mehrere Monster kontrollierst, erhältst du keinen Kampfschaden. Die ist gut in einem Volkian-Deck. Und, oh, jetzt erhöht er seine Defense. Egal, meins ist immer noch stärker, oder? Ach, gleich stark, verdammt. Okay, das hat er jetzt gut gemacht. Kompliment. Jetzt hat er vier Karten. Und zwei Monster, oder ne, zwei Karten auf dem Feld. Darunter ein Monster und eine Falle. Jetzt spielt er ein Monster, okay. Und eine verdeckte. Mensch, verteidige dich doch nicht nur. Du musst doch mal angreifen. Ah, hey, reißender Tribut. Die ist ziemlich nützlich. Wenn ein Monster beschworen wird, werden alle Monster auf dem Spielfeld zerstört. Okay, soll ich angreifen? Ja, mein Monster ist ja stärker. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich Ryokoki spielen soll. Und danach könnte ich Buch des Lebens spielen und dann den hier in der Main Phase 2 wieder zurückholen. Weil wir müssen zum nächsten Monster von ihm auf den Friedhof schicken, damit wir die spielen können. Ich könnte auch einfach so angreifen und Ryokoki danach spielen und danach Dingens machen. Die Spezialbeschwörung mache ich auch. Ich glaube, das ist auch sicherer. Kann ja sein, dass er irgendwelche fiesen Fallen hat, die mein Monster zerstören, wenn es angreift. Er hat eine zweite Burgmauernfalle benutzt. Ich komme nicht an seiner Verteidigung vorbei. Ich muss ihn irgendwie jetzt überwinden. Okay, es wird aber bestimmt eine Tributbeschwörung machen, deswegen setze ich sicherheitshalber reißender Tribut mal verdeckt. Na, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Er überlegt, er überlegt. Oh, Scheiße, was mache ich da? Drei Handkarten und drei auf dem Feld. Genau, ich hab's. Ich setze einmal verdeckt. Rankas Reaktion. Verteidigen ist nicht alles. Okay, jetzt können wir immerhin eins seiner Monster zerstören. Interessant. Kreaturentausch. Was hat der denn für UFO-Schildkröte? Jetzt kriegt er ein Monster, wenn wir es zerstören. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Die ist allerdings. Ja, riskant ist eher relativ gesehen, aber. Genau, ich hab's. Ich werde jetzt seine UFO-Schildkröte zerstören. Und dann, wenn er sein neues Monster als Spezialbeschwörung beschwört, aktiviere ich reißendes Attribut und wir kriegen seine anderen Monster dann wieder klein. Das ist eine gute Methode. Und dann hat er nur noch drei Karten später auf der Hand und daraus kann man sehr wenig machen. Genau das mache ich. Jetzt kommt reißendes Attribut von mir. Warum kann ich das jetzt nicht benutzen? Er hat ein Monster beschworen. Das Spiel will mich mal wieder auf den Arm nehmen. Nein, ich spiele Ryokoki jetzt nicht. Den hebe ich mir auf. Manchmal ist es wichtig, nicht gleich alles zu spielen, was man hat, sondern einfach mal zu warten und schauen, was der Gegner macht. Und zu hoffen, dass er seine ganzen Karten verschwendet, die stark sein könnten. Wie zum Beispiel Spiegelkraft. Okay, oh, ich komme nicht an seiner Defense vorbei, wenn er nur Monster spielt. Außer ich greife irgendwie direkt an, aber ich habe keine Karten, die ihn direkt angreifen können. Ja, es wird unsere Draw-Phase übersprungen, weil wir diese Falle gespielt haben.
Okay, greifen wir seine UFO-Schildkröte nochmal an. Das ist UFO-Schildkröte Nummer 2 von ihnen. Entschuldigung. Irgendwann hat er keine Monster mehr in seinem Deck, wenn er nur Monster jetzt spielt. Ja, das reicht schon. Ich glaube, das kann lange dauern. Aber wir haben ja genug Zeit. Das ist die Wiedergutmachung, weil es letzte Woche keinen Part gab. Ja, das kotzt mich auch ein bisschen an im Spiel, dass die KI manchmal so lange braucht, bis sie einen Zug macht. Was? Flip, nimm eine Monsterkarte, die verdeckt in Verteidigungsposition auf der Spielfeldseite des Gegners liegt, auf und schaue sie dir an. Wenn es eine Effektmonsterkarte ist, zerstöre sie. Ihr Flip-Effekt wird nicht aktiviert. Wenn es keine Effektmonsterkarte ist, lege sie in ihre ursprüngliche Position zurück. Ja gut, das ist allerdings jetzt nicht von Bedeutung, denn unser Monster ist in Angriffsposition. Und jetzt hätte ich reißendes Attribut benutzen können, egal. Er spielt eh noch ein neues Monster. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es tun wird. Ah nein, der spielt's verdeckt. Doch nicht, okay. Okay, ja, mach ich sein Monster klein oder platt. Dadurch kriegt er Kampfschaden. Ich wundere es, dass er die Karte geflippt hat. Ich meine, der Flip-Effekt, der hat sich ja nicht aktiviert. Da hat wohl die KI wohl einen kleinen Denkfehler gemacht. Naja. Mann, mein doppelter Custor hat schon 3 oder 4 seiner Monster erledigt. Und das ist gerade mal unser erstes Monster, was wir gespielt haben. Ja, was machst du jetzt? Ah, warte, er hat keinen Kampfschaden bekommen, weil er Geisterbälle hat. Oh. Oh ne, jetzt hat er ein verdecktes. Bestimmt ein Monster mit einer hohen Verteidigungskraft. Ja, ich könnte zu fies sein und es mir schnappen. Mit Kreaturentausch. Und dafür gebe ich ihnen Pyramidenschildkröte und dann zerstöre ich die Pyramidenschildkröte mit doppelter Kostor und rufe Rio Kocke als Spezialbeschwörung von meinem Deck. Das ist eine gute Methode, das mache ich. Ich habe ja mehrere Kokis im Deck. Und jetzt. Ach, er kann nur entscheiden, welches Monster er wählt. Jetzt habe ich ganz kurz nicht überlegt. Verdammt, ich hätte sein anderes Verdecktes noch zu stemmen. Ja, jetzt hat er uns sein anderes Verdecktes gegeben. Ah, das war jetzt ein kleiner Denkfehler von mir. Aber es macht nichts. Keine Burgmauern. Na gut, sein Monster ist eh in Angriffsposition. Das bringt also nichts, wenn er die jetzt gespielt hätte. So, jetzt aktiviert sich der Effekt von unserer Pyramidenschildkröte, die wir zerstört haben. Und jetzt rufen wir Rio Kocki. Ich hab noch. Ich hab noch einen. Sehr gut. Oder soll ich Vampirlord rufen? Wenn wir Vampirgenesis jetzt ziehen, dann können wir die sofort spielen. Mach ich auch, komm. Vampirlord ist besser. Damit können wir auch sein Deck ein bisschen schroten. Jetzt greifen wir sein Tributmonster an. Katapultschildkröte. Oh, komm schon. Jetzt haben wir es aufgedeckt. Das ist nicht gut. Das kann er uns mit seinem Monster, Lebenspunkte Schaden zufügen. Kennt man bestimmt aus der TV-Serie auch. Da hat der Yugi die Karte benutzt, um Panic zu vernichten. Und er überlegt wieder. Er ist sehr gierig. Er ist heute sehr gierig. Der hätte er eigentlich vorhin schon benutzen können, als wir angegriffen hätten. Hatte aber nicht. Hat mich sehr gewundert. Oh nein, das ist seine Special-Karte. Okay. Sag bloß, der Opfer, der hat seine. Der hat's getan. Okay, er spielt ziemlich dumm. Jetzt hat er kein Monster mehr, das ihn schützt. Verdammt. Gora-Schildkröte. Solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, können Monster mit einer ATK von 1900 oder mehr nicht angreifen. Das ist ja langweilig. Nein, die benutze ich jetzt nicht. Mir fällt schon irgendwas ein, wie ich die klein kriege. Ich habe ja noch eine Pyramidenschildkröte, die spiele ich ganz einfach und dann zerstöre ich sie. Und dann gibt's Zombie-Massaker vom Feinsten. Nachladen, interessant.
hebe ich mir vielleicht auf. Erstmal hau ich sein ganzes Feld weg. Von Zauber- und Feinkarten. Für mich gilt das genauso. Okay, er will noch was mitnehmen. Was willst du denn mitnehmen, hä? Ja, nimm sie ruhig mit, das ist mir egal. Magische Störung. Okay, jetzt spiele ich Pyramidenschildkröte. Es hat weniger als 1900 Angriffspunkte und das heißt, es kann jetzt die Gora-Schildkröte zerstören. Jetzt benutze ich Nachladen in der Hoffnung, dass ich Vampir-Genesis vielleicht ziehe. Ja, perfekt. Ich habe ihn gezogen. Jetzt biete ich den als Tribut jetzt spiele ich den und biete Vampir-Leute als Tribut an. Und spiele mein Special Monster. Vampir-Genesis. Das stärkste Monster im Zombie-Madness-Deck. Okay. Jetzt decke ich die Uferschildkröte auf, die ich von ihm bekommen habe. Und jetzt gibt's Zombie-Massaker. Als erstes muss ich seine Gora-Schildkröte klein machen, damit unser Vampir-Genesis angreifen kann. Okay, jetzt macht dich auf was gefasst. Vampir-Genesis, greif ihn direkt an! Und jetzt hat doppelte Kostor, mach ihn fertig! Bam! Und für mich ist direkt der Angriff. Tja, das hat man davon, wenn man nur auf Verteidigung spielt, mein Freund. Okay, jetzt setze ich Staubtornado verdeckt und Reißmittel gut genauso. Ich frage mich, ob ich die noch benutzen werde. Wahrscheinlich nicht. Und das war's. Jetzt bin ich gespannt, was er aus 4 Karten machen kann. Er muss mit 4 Karten mein Feld cleanen, sonst hat er verloren. Da hilft nur ein schwarzes Loch, aber die ist verboten in diesem Spiel. Oder Blitzeinschlag. Hoffentlich hat er die nicht im Deck. Okay. Okay. Zwei Verdeckte und ein verdecktes Monster. Gut, dann nehme ich, ups, Target, FPS, irgendwas. Ich habe jetzt irgendwas umgestellt. Mit irgendeiner Schnelltaste. Ja. Ene, mene, Mist, das war in der Kiste. Ich nehme die hier mit. Ah, guck dir hier, super. Ich bin gar nicht, dass ich die zerstört habe. Hey, es läuft alles schneller. Schwerer Sturm. Die ist heute verboten, hier ist die limitiert in diesem Spiel. Heute ist die allerdings schon lange verboten. Aber egal, das ist jetzt unser Vorteil. Cleanen wir das ganze Feld von Zauber- und Fallenkarten. Geisterbarriere war es gewesen, okay. Ja gut, die könnten wir noch spielen, bringt jetzt allerdings nichts, denn wir machen ihn jetzt sowieso fertig. Als erstes Doppeldokostor. Zack. Maske der Finsternis. Flipmonster. Er kann eine Feinkarte von seinem Friedhof auf die Hand nehmen. Die ist semi-limitiert, die Karte. Weil man sich starke Fallenkarten vom Friedhof zurückholen kann. Spiegelkraft wäre eine Möglichkeit. Und jetzt Vampir-Genesis. Lass ihn leiden, direkt. Das war's. Wir haben Team Drecksarbeit mit Zombies erledigt. Bonus für maximale ATK. Ja, diese neue Boni, die ich noch nicht, oder die ich eigentlich im Let's Play schon bekommen habe. Allerdings beim Neuspielen, da habe ich gecheatet, um schnell wieder alles resetten zu können. Und da habe ich den Instant Win Cheat benutzt. Und daher habe ich kein Monster spielen müssen. Und jetzt waren dieses, die ganzen Bonis, die ich bekommen habe, weil ich Monster oder andere Karten gespielt habe. Hey, seid nicht übel. Das werden wir nicht vergessen. Vergesst nicht, mit wem ihr euch anlegt. Hey, Moment mal! Feiglinge, geht zurück zu eurer Bowlingbahn. Und da ist Itsuki, was auch immer. Crow, Yanka, danke euch vielmals. Geht's dir gut?
Mir geht's gut, ich wusste, dass ihr mich retten würdet. Also hatte ich gar keine Angst. Angeber. Gut. Lass uns nach Hause gehen. Ach, das wäre super. Hey, Itsuki ist zurück. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Danke für die Hilfe. Hier, nimm diese Karte, Yanka. Bestimmt eine Useless-Karte. Ja, es geht, es geht, es geht. Ist okay, ist okay. Kuna mit Kette ist okay. Komm schon, Itsuki. Okay. Versuch dich nicht gleich wieder einfangen zu lassen, okay? Kein Problem. Außerdem weiß ich ja, dass ihr mich dann auch wieder retten würdet. Aber vergiss es. Yanka, danke für deine Hilfe. Wir hätten sie ohne dich nicht finden können. Itsuki prahlt immer, aber ich weiß, dass er eine Heidenangst hatte. Ich bin einfach froh, dass du da warst, um zu helfen. Ach ja, Kellen war vorhin hier. Ich habe ihm gesagt, dass ihr nicht da seid. Also sollt ihr ins Versteck kommen, wenn ihr zurück seid. Nur fürs Protokoll, ich habe euch hiermit eine Nachricht ausgerichtet. Warum kann sich hier denn keiner entspannen? Kellen wartet bestimmt schon auf uns. Lass uns zum Versteck gehen. Gut, aber zunächst speichern. Ja, und dann mache ich für heute Schluss und dann sehen wir uns morgen wieder in einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! 5Ds. Bis morgen. Macht's gut, euer Yanka LP. Ciao.